Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 2. Ja, ihr seht, wir sind hier mittendrin. Ich will mal wieder einen hoffnungslosen Versuch starten, dem Orangenen seine Bohrtürme zu klauen. Ich glaube aber nicht, dass das allzu von Erfolg geprägt sein wird. Ich habe extra zwei U-Boote mitgenommen. Ich hoffe, das wird erstmal reichen, um das Teil so ein bisschen zu zerstören. Nicht natürlich, wenn die mit Katapulten angreifen. Naja, zumindest konnten wir mal wieder ein Schiff zerstören. Ich hoffe, das Teil ist auch drin, dass das mit kaputt gehen kann. Wir bauen gleich mal Unterstützung, falls jetzt doch wieder ein Drache kommt, was ich doch schwer hoffe, dass ich so ein bisschen abgesichert bin. Weil ich traue den Orks, die hier unten drunter sind, überhaupt nicht über den Weg. Ja, es war zu erwarten. Versuch das Teil einfach noch zu zerstören. Ist mir jetzt egal. Versuch es einfach irgendwie zu zerstören. Ja, jetzt. Und jetzt schnell weg. Einfach weg. Komischerweise sehen die Drachen mich, aber die Orkschiffe nicht. Es sei denn, es ist ein Helikopter. Oder was, ein Zeppelin quasi. Können wahrscheinlich genau einen Standort rumgeben, der Drache nicht. So, wir greifen gleich mal hier auch an. Ich hoffe, wir können den aufhalten. Na komm, das schaffst du. Ich weiß, meine Schiffe sind jetzt noch nicht so gut verbessert. Ich muss auch noch gleich mal so eine Gießerei bauen, weil sonst werden wir keine Transportschiffe für unsere Truppen hinbekommen. Nicht nur für die Truppen, sondern auch unsere Schiffe mal zu verbessern, ne? Damit die sich besser gegen die Drachen wehren können. Die ja ein sehr großes Problem sind. Ne? Es sind nur zwei Drachenbrutstädte, aber die gehen mir so richtig auf die Nerven. Bauen gleich mal hier unser Angriff stärker. Und ja, mein Plan besteht immer noch. Ich möchte die türkisen Orks ganz oben zerstören und zumindest versuchen, den ihr Goldbergwerk noch mitzunutzen. Dass vielleicht so 30.000 Gold übrig bleiben und ich das so ein bisschen noch mitnutzen kann. Das wäre natürlich klasse, wenn das funktioniert. Weil ich bin über jedes Goldstück glücklich, was wir gegen die Orks verwenden können. Und hoffe natürlich nicht, dass es am Ende nicht reicht. Ihr habt es ja gesehen, ne? Bei der einen Mission waren es ja nur noch ein paar Harpien und das hat ewig gedauert, das könnt ihr mir glauben. Bis ich diese ganzen Städte da zerstört hatte mit den paar Harpien. Und ich hatte ja auch nichts mehr. Ich hatte nur noch ein paar Reiter übrig, ne? Und die konnten immer wieder meine Harpien nur oder Greifenreiter nur wieder heilen. Und das möchte ich möglichst vermeiden. Und hier ist es halt wirklich so, du kannst dich auf diese, auf diese Greifenreiter kannst du dich hier nicht verlassen. Nicht, weil sie es nicht bringen, nicht, weil ich nicht genug Reiter dann zur Verfügung habe, um die wieder hochzuheilen. Nein, weil die einfach so eine gute Luftverteidigung haben. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sind hier ganz stark darauf angesetzt, auf unsere Bodentruppen zu vertrauen. Und da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Und dann nehme ich mal stark an, dass da uns besonders die Magier auch nochmal mit eine große Hilfe sein werden. So, dann zerstören wir noch die. Das Gute ist an dem Teil, dass die Schiffe nicht so schnell hinterherkommen. Dass die Drachen nicht bis da hochkommen. Beziehungsweise selten da hochkommen. Die verteidigen eher die Orangenen, was ich ja logischerweise auch verstehen kann. Die haben ja diese Festung, die ich zerstören will. Und die wollen sie ja um alles in der Macht schützen. Ich verstehe bloß noch nicht, dass diese Missionsbeschreibung eigentlich so einfach klingt, obwohl es gar nicht so ist. Na? Dort ist immer nur die Rede von
einer Festung oder ja, einer Festung, die wir zerstören sollen. Und ich bin immer davon ausgegangen, es ist nur die Orange, ne? Aber es sind ja zwei Festungen. Und ihr werdet sehen, mit der einen Festung alleine werden wir nicht hinkommen. Wir müssen beide zerstören. Alles klar. So. 34.000 Gold haben sie noch. Das heißt, wir müssen uns jetzt dringend... Oh, Transportschiffe haben wir schon eins. Da werden wir noch weitere nutzen. Wir müssen uns jetzt dringend darauf vorbereiten, dass wir den Angriff so bald wie möglich durchführen. So, also wir machen uns jetzt schnell noch ein paar Truppen mit. Der Magier, der wird auch gleich noch mit. Ja, wenn das Gold reicht. Hier. Ja, Verwandlung, 2000 Gold. Den Flammenspruch, den brauchen wir auch ganz dringend. Quatsch, Flammenbruch. Den hier, Eisregen, den brauchen wir wirklich dringend. Der ist richtig Gold wert. Also der ist das Gold wert, für das wir den ausgeben. Aber wie gesagt, wir haben jetzt nur noch 4000, die Orks eigentlich haben dürfen. Danach müssen wir versuchen, so schnell wie möglich die Orks von diesem Goldbergwerk zu vertreiben, dass sich das überhaupt lohnt. Dass sie nicht sinnlos hier Gold verschwenden. Wir brauchen auch die Kirche, weil ich möchte... Jawohl. Ich möchte so schnell wie möglich auch Reiter haben, die heilen können. Das wäre mein ganz großes Ziel. Und die würden mir auch sehr helfen, wenn ich die bei der ersten Schlacht mit dabei haben dürfte. Katapult. 900 Gold nehmen wir mal mit. Brauchen wir auch, leider. Da werden wir nicht drum rumkommen. Schon alleine wegen der Türme brauchen wir definitiv einen... Ja, ein Katapult. Ein Magier würde es auch tun, aber wenn der einmal seinen Eisregen macht, macht er den so lange, bis das Teil kaputt ist und dann dauert es wieder, bis in sein Mana aufgefüllt ist. Deswegen habe ich da lieber mal mehr Magier mit und zur Not auch meine Katapulte, wie gesagt. Ne? Brauchen auf jeden Fall mehr Bauernhöfe. Können wir das... Ja, wir machen das mal hier oben mit, wo die Türme sind. Hier unten hätte ich noch zu sehr Angst, dass die Orangen doch mal Lust auf eine Fähre bekommen. Und uns das zum Verhängnis wird, weil sie mir dann plötzlich meine ganzen Bauernhöfe zerstören. Ne? Das will ich ja so ein bisschen schützen. Und ja, ich habe da unten auch Türme stehen, aber hier oben bin ich näher dran. Und hier oben werden ja auch Truppen von mir rekrutiert in Massen. Und das ist unten halt nicht der Fall. So. Aber ansonsten sieht es da eigentlich schon mal ganz gut aus. Ja, die haben einen Turm dort an der Seite stehen. Die restlichen Türme sind weiter drin. Den Magier können wir dann auf jeden Fall mitnehmen. Ich brauche hier nochmal ein paar Arbeiter, die weiter schneller Gold sammeln. Und hier noch einen Bauernhof. Aber das mit dem Gold und alles, das klappt ja schon super. Ne? Da kannst du nichts dagegen sagen. So, kurz mal hier. Noch mal. Ja, jetzt höre ich wenigstens noch was. Bisschen leiser geworden bei mir. So, hier können wir erstmal unsere Schiffe verbessern. Schon allein, was die Verteidigung betrifft. Brauchen weitere Soldaten. Und hier. Genau, das, was ich vorhatte. Ich bin noch am Überlegen, sollen wir das lernen? Ja, wir machen es einfach mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich so einsetzen werde, aber nein. Ja, die lieben Drachen, die greifen wieder an. Hier gleich mal helfen. Der will mir das Teil zerstören. Naja, zum Glück hat es noch geholfen. Du kannst gleich mal hier bleiben. Die ganzen Türme müssen repariert werden. Arbeit ausgeführt. Wir werden dafür gleich nochmal noch einen neuen Arbeiter mit rekrutieren. Meine Helden, die bleiben auf jeden Fall hier. Ich werde die nicht mitnehmen, weil sonst sollten die sterben, ist meine Mission fehlgeschlagen. Auch wenn die sehr, sehr stark sind, aber ich will es einfach nicht riskieren.
Arbeit ausgeführt. So. Ist mir eine da gleich den nächsten hin. Gleich den nächsten rekrutieren und du gehst gleich mal mit. Zum Glück können wir erstmal den unteren Hafen erstmal besetzen. Gleich mit rein. So, du kannst erstmal mit nach oben und wirst dort die Truppen aussetzen. Und ihr geht mal ganz schnell, bevor der Drache, der hier ist. Ja, okay. Nö, doch geht er hier. Falsch gehört. Doch. Bloß weiter unten. Naja gut, das ist nicht so schlimm. So, da werden wir gleich mal... Reparier das erstmal. Wenn der Bogenschütze mit da ist, die auch noch mit rüber. Wie gesagt, das muss jetzt alles extrem schnell gehen. Ne? Viel Zeit haben wir nicht. Was soll das? Kann ich wenigstens meine Helden mitteilen, weil der kann sich ja nicht selber heilen, komischerweise. Gleich das nächste Schiff dann wieder mit rüber und dann müssten wir doch eigentlich eine gute Mannschaft zusammenbekommen. Viel Zeit haben wir nicht. Viel Zeit haben wir wirklich nicht. Gut, ja. Gleich mal mit runter. Da haben wir noch ein paar Truppen mit unten. Was darf ich tun? Ihr könnt erstmal hier den Bauernhof zerstören. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Aber ich glaube, damit werden sie keinen anlocken. Was soll ich tun? Das ist quasi ein Suizid-Bauernhof. Der eigentlich direkt nur kreiert wurde, um sich zu zerstören zu lassen, ne? Alles klar. Habe ich zumindest das Gefühl. Naja, viel hat es nicht gebracht. Wir müssen mal doch noch ein paar mehr machen. Alles klar. Okay, reicht eigentlich. Naja, gut, jetzt ist man alle, ne? Jetzt ist richtig alle. Eure Hoheit. Geht mal hier rum. Ihr da lang. Sehr gerne. Eure Eminenz für die Allianz. Gleich mal angreifen. Nicht so, wie klappt das? Ja, gut, wir haben ja eigentlich schon noch Truppen da. Gleich damit. Wir sind ja aufgeschmissen ohne ihre Türme. Wir halten gleich schon mal Ausschau nach dem nächsten Turm. Der ist da unten. Nee, das ist eine Kaserne. Da ist der nächste Turm. Kannst du das von hier gleich? Nicht so weit, nicht so weit. Gleich zurück. Beschützen wir unsere Magier gleich mal. Die konnten wir jetzt eigentlich sehr gut anlocken, finde ich. Da können wir jetzt das Katapult mit hin tun. Und erstmal das Schiff versenken. Das werden sie nicht gleich verteidigen wollen. Er bleibt stehen. Sehr gut. Sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt mit meinem Katapult. Wie sieht's hier aus? Ich könnte noch ein paar Truppen gebrauchen, definitiv. Ja, du kannst schon mal mit raus. Auch eine dringend Verstärkung, um uns hier weiter vorzukämpfen. Da gleich mal... ihr kommt gleich mal mit hinterher. Ja? Sehr gut. So, du kannst noch mal schönen Eisregen machen, das passt. Wenn das Gute an den Eisregen ist, sollten die Orks versuchen, das zu reparieren, könnten die von dem Eisregen auch getroffen werden. Gleich drauf. Sie greifen uns an! War mir nämlich klar, dass sie das reparieren wollen. Für mich.
Sehr gut. Zurück, zurück, zurück. Ah, jetzt wird's schwierig, jetzt wird's schwierig. Und jetzt rauf, drauf, 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 drauf. Das konnte man nicht mehr vermeiden, dass das Katapult jetzt zerstört wird. Sehr gut. Ja, das sind jetzt eigentlich fast nur noch leichte Truppen. Hier drauf. Und dann haben wir die Katapulte auch zerstört. Sehr gut. Drüben warten noch zwei. Die werden wir auch noch zerstören. Wie gesagt, wir brauchen dringend die Verstärkung. Gleich mal mit hin. Zack. Und... Nein. Rein. Und dann rüber. Wir müssen uns hier echt beeilen, dass wir das schnell erobern. Am besten auf die Kaserne drauf. Ja, da greifen sie mal nicht an. Sehr gut, sehr gut. Das können wir nutzen. So, jetzt muss es ganz, ganz schnell gehen. Hm. Gleich mal hier rüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Klappt ja wunderbar hier. Eure Majestät, in eure könnt auch gleich mit runter. Sehr gut. Na, 28.000 haben sie noch drin, ne? Aber dauert ja alles, bis du das erobert hast, ne? Gleich noch mit drüber. Jawohl. Und jetzt müssen wir hier nochmal durch. Könnten wir eventuell... Na, hier wird's schwierig. Brauchen Sie Unterstützung? Kommst du da irgendwie ganz schnell ran? Was darf ich? Das lief nicht so toll. Sieht's denn aus mit deinem Mana? Gut. Sehr gerne. Was darf ich? Du gehst mal hoch und zerstörst den Turm. Seht ihr, das ist das, was ich meinte mit den Orks, die das reparieren wollen. Keine Chance. Bitte, bitte. Hey, noch einmal. Beeil dich schnell. Los, gleich drauf. Der repariert das zu schnell. Sie greifen uns an. Sehr schön. Jetzt haben wir quasi den ihr Sicherheitsding ausgestellt. Also die haben jetzt kaum noch Türme. Trotzdem brauchen wir weitere Verstärkung, um das türkise Ork nun endlich zu zerstören. Also die türkisen Orks. Aber wir sind ja schon mal gut vorangekommen, ne? Also das hat super geklappt. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Hm, klappt wunderbar. Gleich müssen wir sie zerstört haben. Was soll ich tun? Ah, da kommt schon Besuch. Oh, drei Schiffe. Mein U-Boot, das alles schafft. Hauptquartier ist zerstört, sehr gut. Ja, da kommt schon direkt wieder ein Drache. Gut, dass wir eigentlich noch ein paar Bogenschützen haben, ne? Sonst wären wir jetzt richtig aufgeschmissen gewesen. Gut, der Magier müsste es eigentlich auch schaffen, aber halt nicht so dolle wie unser Bogenschütze. Ah, ich vergesse das immer. Das Coole ist, wir können jetzt zum Beispiel unsere Truppen direkt näher Hafen rauslassen. Hier gleich mal helfen. Sehr gut. Das läuft doch gut. Also wir haben jetzt quasi die Orks drüben vertrieben. Ja.
Wir müssen jetzt eigentlich nur noch die restlichen Gebäude zerstören, wie den Hafen. Und dann haben wir eigentlich wieder einen Goldbooster auf unserer Seite. Neben den Goldboostern, die noch auf uns warten. Ich würde schon mal sagen, wie es dann hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.